Guten Abend, meine Damen und Herren, vor den Bildschirmen hier in der Arena. Ich darf Sie ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz begrüßen. Die EHC Ingolstadt unterliegt im vierten Spiel dieser Playoff-Viertelfinalserie mit 1:4. Ist damit ausgeschieden. Wir gratulieren den Eisbären aus Berlin zum Einzug ins Halbfinale. Ich darf Ihnen ganz kurz die beiden Herren vorstellen. Zu meiner linken Berlins Cheftrainer Don Jackson und zu meiner rechten, wie immer, Rich Czernomatz. Don, herzlichen Glückwunsch zum Erreichen des Playoff-Halbfinals. Bitte Ihr Statement zur vierten Begegnung heute Abend. Thank you. First, I want to congratulate our players and our organization for doing a great job in the series and winning. We always know that there's a Gegner that is very tough, very committed, and very well coached. I know how organized they are and how things we had to do to be successful also against a good club. And I know that they were injured on defense. They were short, two forwards playing defense, and they all did a really good job. You know, can't say enough for, you know, the series. Obviously, we won, and so I want to wish Ingolstadt and thank them for a very good series. They worked very hard, and good luck, Rich. Thank you. Ja, ich darf das ganz kurz übersetzen. Don Jackson hat zunächst mal seiner Mannschaft und auch dem Team hinter dem Team gratuliert für eine, wie er sagt, sehr, sehr starke Viertelfinalserie mit unglaublich viel Einsatz und am Ende dann auch mit dem entscheidenden Durchsetzungsvermögen. Er hat davon gesprochen, dass sich Berlin gegen einen sehr harten Gegner durchsetzen mussten mit dem IRC Ingolstadt, von dem er sagt, dass er einen sehr guten Trainer hat. Berlin wusste, dass der IRC Ingolstadt in dieser Serie auf zwei Top-Verteidiger verzichten musste. Das ist natürlich eine klare Schwächung. Und er wünscht dem IRC Ingolstadt alles Gute und bekräftigt an dieser Stelle nochmal, dass die Panther in dieser Serie den Berlinern alles abverlangt haben. Und damit, Rich Czernomatz, zu deinem Statement. Danke, Don. Congratulations, Sieg und in der Serie. Erster Punkt, ich denke, über die vier Spiele. Deine Mannschaft hat bessere Verteidigung gespielt und ich denke mal, vielleicht das für mit du hast so viele Spieler mit der Erfahrung und wie du musst spielen als eine Mannschaft in den Playoffs zusammen und meiner Meinung nach, das war der große Unterschied. Sie hat mindestens im Serie 6 oder 7 Tor gemacht auf die Verteidigung von Berlin und der Federpass von uns. Und für mich das für die unterschiedlichen Serie. Heute Abend, ich muss sagen, deine Mannschaft war ein bisschen mehr frisch als uns im Kopf, in den Beinen. Und heute ist so ganz klar, Berlin war die bessere Mannschaft heute. Aber ich muss sagen, nach dem zweiten Spiel, unsere Jungs in dem dritten Spiel in Berlin, hat alles gegeben und hat gekämpft und hat noch eine Chance zu gewinnen heute. Und, das hat nicht passiert. Aber ich war so stolz auf die Jungs. Sie hat gekämpft bis Ende. Und, aber für nächste Saison, wir müssen lernen, wie der richtige Weg ist, zu gewinnen in den Playoffs. Und ich denke, mit Jim zusammen, wir müssen gucken für andere Spieler und machen unsere Mannschaft für nächste Saison stärker als dieses Jahr. Dankeschön. Vielen Dank, Rich Czernomatz. Soweit die beiden Statements der Trainer. Fragen der Presse an die beiden Herren. Ich stelle fest, keine. Dann doch. Kollege aus Berlin meldet sich zu Wort. Jörg Lubrich, Bild-Zeitung. Herr Czernomatz, wie sieht denn Ihre Vertragssituation aus? Werden Sie nächstes Jahr noch in Ingolstadt sein? Ich habe einen Vertrag. Und was du hast gehört oder gesehen in der Internet, in der Zeitung,
nur Scheiße. Das ist nicht das erste Mal, richtig? Weitere Fragen? Ich stelle fest, keine. Dann darf ich mich, bevor wir diese Pressekonferenz beenden, im Namen des IEC Ingolstadt bei unseren Fans und Sponsoren gleichermaßen ganz, ganz herzlich bedanken für eine großartige und fantastische Unterstützung in dieser Saison. Herzlichen Dank dafür. Wir werden uns als Mannschaft, wie wir das immer am Ende einer Saison tun, auch verabschieden. Das wird am kommenden Samstag sein. Wann, wie, wo und wie genau der Rahmen aussehen wird, werden wir morgen bekannt geben. Vielen Dank für diese Unterstützung. Unseren Gästen aus Berlin nochmals Glückwunsch zum Einzug ins Halbfinale und dort, Dorn Jackson, viel Glück. Das war die heutige Pressekonferenz. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.